Herzlich willkommen zurück zu Warriors OG 4. Irgendwie ist ein Bracelet abhanden gekommen und das werden wir uns jetzt zurückholen. Tja, heute bei Aris, Kariya und Handang. Handang und sein Haarendrang. Bevor wir loslegen, mit Aris verwende ich jetzt tatsächlich endlich die andere Waffe. Die DLC-Waffe und ich verwende als Götterwaffe jetzt den normalen Typhoon, der viel, viel besser ist. Typhoon X haben wir uns ja schon angeschaut, euer normal ist viel, viel besser. Und das ziehen wir uns jetzt mal gleich ein. Okay, legen wir los. Reclaiming the Bracelet scheint wohl abhanden gekommen zu sein, was? Guan Yinping and her allies set out to reclaim their stolen bracelet. However, a powerful couple stands in their way. Bracelets were key to fighting in this world. Guan Yinping, however, was tricked into giving a bracelet to a mysterious man. She was at a loss of this turn of events. Two heroes stepped up to console her and also seek to help get the bracelet back. One was Ma Chao, a true believer in justice, and the other was Fatse, one knowledgeable in villain psychological. Psychology. So. Without any further clues, the three of them started their search for the bracelet. Getting tricked and having the bracelet stolen. I'm so sorry. There's no need to take on Zhou Yinping. The one at fault here is whoever it was who took the bracelet. I will bring them to justice. If something is stolen, we simply need to take it back. Thank you so much, please let me wait. Still, that's a bold move, making a play for a bracelet. Just what kind of villain are we dealing with? Gute Frage. Wer steckt dahinter? Das heißt, Guan Yinping kann jetzt wahrscheinlich auch nicht ihre Götterkraft verwenden. Na gut. Dann müssen wir die umso mehr beschützen. Die ist jetzt nicht ganz so stark wie sonst. Ohne ihre Power. Die Kraft von Freya, die in dem Bracelet schlummert. Haben wir ja gehört von Loki. Wir verlieren, wenn Guan Yinping stirbt und gewinnen, wenn wir das Bracelet wiederbekommen haben. Hier ist einfach ein normaler Bauer. Da stimmt doch was nicht. Was soll denn hier einfach ein normaler Bauer machen? Gucken wir mal. Na, was ist das für ein Bauer? Och, das ist auch kein normaler Bauer. Guck mal, wer es ist. Hisahi, der Matsunaga. Ist klar, dass der dahinter steckt. Da ist wieder die Schurke, wie er im Buben steht. Guck, wir können jetzt auf den Drachen fliegen. Das meine ich ja. Das ist viel, viel geiler. Boah, wie sieht der Drache denn aus? Das ist wegen der DLC-Waffe. Oh mein Gott, sieht der geil aus. Alter, was? Und das ist auch mega stark. Das sind halt die normalen Moves davon. Quiet information on the thief. Ja, der verarscht uns doch nur. Es hieß da jede mal zu nahe. Den kann man nicht glauben. Er lockt uns in eine enge Falle. Das ist kein Bauerfahrzeug. Lass dich nicht täuschen von dem. Lass dich nicht von dem täuschen. Na? Wer hier? Junge, DLC-Waffe sieht so geil aus. Ja. Wer hätte es gedacht? Eine Falle. Wer hätte es gedacht, Leute? So. Dragonfly.
Ja, das macht so Bock, ne? Können einfach einen Drachen reiten, Mann, mit ihm. Wie geil ist das denn? Warum soll man die andere Waffe nehmen? Da kann er sowas Gutes gar nicht. Weil so viel Schaden macht's jetzt nicht. Man ist auch mobil damit. Man ist als Reittier nutzen. Man ist auch schwierig zu catchen. Und es ist einfach mega, 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 mega cool. Kann man nicht anders sagen. Nein, ihr Pfeifen. Kommt mal her. Zack. Wer will, der hat noch nicht. Alle einfach weggeballert. Wo ist unser Bracelet? Ich hoffe, der Dieb ist nur in Reichweite, ne? Nicht, dass er schon über alle sieben Berge ist. Über die sieben Berge bei den sieben Zwergen. Oh, shit. Was hast du welche? Eine Hinterhaltstruppe nach den anderen. Und das sind halt auch die Truppen von Hisai Matsunaga. Er steckt dahinter. Er hat das Bracelet. Er wird es haben. Könnt ihr mir sagen, was er wollt? Er hat's. Zack! Vernichtet! Ah, ist immer noch einer, okay. Flammenwerfer. Genug Ares gezockt, was? Hier ist immer noch ein Offizier, what the fuck, man. So, gehen wir in das Zentrum von Lu Yang. Genji Otachibana Munishi Gitachibana. Ihr habt damit aber nichts zu tun, oder? Hoffe ich für euch. Mein Zorn wird auf euch herabprallen. Wenn ihr doch damit was zu tun habt. Und let's go. Hi Hundun, was geht? Na guck, die chillen jetzt. Finden das wahrscheinlich auch nicht gut, dass einfach das Bracelet geklaut wurde. Nee, wir sind kein Diebe. Aber hier war eben so ein verdächtiger Bauer. Der sieht zufällig aus wie dieser Hisai Matsunaga. Habt ihr den gesehen? Es war so klar, ne? Als erstes. Beyond the Gates. Na, immerhin ist er noch nicht so viel, noch nicht so weit geflohen, dann, ne? So weit weg kann er noch nicht sein. Der eben hier war. Mach mal das Tor auf! Ah ja. Dann wollen wir mal gucken. Hisai Hide Matsunaga. Das ist bestimmt jemand. Vor allen Dingen. Die Hinterhältige ist, ne? Lockt uns da in eng so eine Falle. Wollte uns hier umbringen. Sodass er auf jeden Fall mit dem Bracelet davonkommt. Und er wollte sich Zeit verschaffen. Boah, meine Rache wird gnadenlos sein. Komm, Handang. Ein großer Auftritt hier. Zack, und finishen. Yo. Was macht der für eine komische Pose, ey, wie er sich fühlt? But, please, don't forget me. Vergesst Handang bitte nicht. Dann wäre er richtig sad. Okay, Hisai Hide Matsunaga, es wird Zeit. Es wird Zeit, dass wir es mal klären. So, das war ein gutes Opening. Und take this. Oh, er blockt es einfach so. Gibt's ja wohl nicht hier. Zack. Bam. Oh, da fliegt er meilenweit weg. Ich hab's ja gesagt, meine Rache wird gnadenlos sein. Stehen geblieben, Mann. Nicht wegrennen. Das war's mit ihm. Ninja.
Und nun holt das Bracelet raus. Jetzt will Sun Wukong sich das auch noch schnappen? Oh, nee. Immerhin hat Guan Yinping das Bracelet jetzt wieder, oder nicht? Kann sich ja jetzt verwandeln. Frieja. Hör auf! Will mich jetzt an Sun Wukong messen. Komm her. Mach doch auf! Oh, die Mission nervt. Ich hasse die Mission, es ist so viel warten. Dass die Türen aufgehen. Ich hasse sowas wirklich. Ist uncool. So lange immer warten muss. Alter, so viele Dämonen hier. Uncool. Denen ist gerade nicht zu Spaß, was? Komm schon! Und zack! Jetzt geht's auf eine Mütze hier. Dieser Hidematsuna darf jetzt auch nicht sterben. Ah, alles klar. Und er ist ja oben hier eigentlich auch safe. Komm, noch mehr Dudes. Komm, Musu-Angriff! Götter-Musu! What? Der ist so strong, der Götter-Musu-Angriff. Unity. Und... Bam! Good job, Handang. Good job. Halt er seinen Blick. Yo, Handang, One-Man-Army gerade. Läuft bei ihm. Jetzt kommt Ares. Der war der Beste hier im Team. Räumt jetzt ganz easy auf hier. Was sind denn hier noch für dämonische Offiziere? Müssen wir die auch noch besiegen oder wann kommt Sun Wukong raus? Wann kommt er raus? Hat hier überhaupt einer überlebt? Natürlich nicht. Das ist halt Ares, der Rat hier. So geil der Charakter. Mega Fan. Jetzt nur Sun Wukong, ne? Na komm, machen wir das mit Kaguya. Oh, die 3 Battle. Kaguya gegen Sun Wukong. Und das war's. War's noch nicht? Dum, dum. Nicht, dass dieser Hidematsuna jetzt wieder wegrennt. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ja, da kommt tatsächlich noch Verstärkungsturm. Wer hätte damit gerechnet? Oh mein Gott. Wir müssen aber nur den Fluchtpunkt erreichen und gewinnen hier. Die werden uns ja jetzt wohl nicht mehr aufhalten, oder? Die paar. Keine Bedrohung hier. Gönn noch nix. Alter. Kaguya sollte man auch nicht unterschätzen. Gute AOE-Angriffe. So, jetzt aber schnell. Dieser Hidematsuna muss jetzt auch beschützt werden. Da kommt jetzt ein Dämon auf ihn zu. Da sollten wir mal schleunigst helfen. Das machen wir am besten mit Ares. Komm. Drache! Saut mal hier alles auf. Und zack. Ah, nur die Hälfte weg. Wie gesagt, der hat eine Aura. Spaß ist gar nicht mit dem. Ach, müssen wir gar nicht mehr besiegen. Alle haben den Fluchtpunkt erreicht. Oh,
Sweet Victory. Aber die Schlacht war ein bisschen kacke. Und zu lange warten musste, bis die Tür und so aufgehen. I wondered what would happen for a while there, but we got the bracelet back safely. Thank goodness. Now I can get a good night's sleep. What a light-hearted young woman she is. I'll be able to take it back in any time like this. Did I hear that correctly? He seems like a true villain, through and through. Well, he's best where we can keep an eye on him. Nice to meet you all, by the way. This is wonderful! Let us continue to defeat evil and dispense justice. Yo, haben wir es geschafft. Ja, kam noch ein bisschen was. Also wäre es nur der Kampf gegen Hisaide Matsunaga ohne Sumukong und die anderen Dämonen, die da noch gekommen sind, dann wäre das super lame gewesen. So geht's ja noch einigermaßen. Dass man so lange warten muss, bis die Türen aufgehen, war ein bisschen kacke halt. Und es gab schon ein Patch, wo es beschleunigt wurde. Das war damals noch schlimmer. Musste man noch länger warten, bis die Türen aufgehen. Eieiei, wie habe ich das nur ausgehalten damals? Na gut. Okay. Ja, so langsam aber sicher nehmen die Side-Missions ihr Ende, ne? Es gibt nur zwei Side-Missions. Oh, niemand ist zurückgekehrt? Okay. Na gut. Leute, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.